St. Paulianerinnen und St. Paulianer, Verlängerung. Das wäre heute auch ganz gut gewesen, würde ich mal sagen. Aber zunächst erstmal feiern wir natürlich die Verlängerung von Kongstar. Schuller hat verlängert, Kongstar hat verlängert. Bevor wir gleich mit Ewald Lien, der natürlich heute auch wieder da ist, und Aue natürlich mit analysieren wird, heute das Spiel hier mit euch auch logischerweise hier über das Spiel reden wird. Vielleicht auch ganz kurz von dir nochmal. Kongstar seit 2014 ein Partner. Die sind mittlerweile so, ne, würde ich sagen, Kongstar und St. Pauli. Ja, das passt einfach zusammen und das ist ein toller Partner, eine tolle Firma. Auch die Menschen, die haben wir ja kennengelernt, wir sind da oft gewesen und bis heute hin ist das einfach eine tolle, auch menschliche Zusammenarbeit und auch inhaltlich ist das toll. Das passt zusammen auf allen Ebenen und ich glaube, da kann jeder im Club stolz drauf sein, dass Kongstar bei uns geblieben ist und wir bei ihnen. Auf jeden Fall. Also großer Partner natürlich mittlerweile auch im E-Sport bei den E-Footballern. Aber überhaupt, man sieht es ja auch immer wieder an den Banden, Diversity, all die großen Themen, all die Werte vom FC St. Pauli mittlerweile assimiliert sozusagen. Und insofern ist das, und das schreiben Sie auch, eher mittlerweile eine Partnerschaft als ein Sponsoring, also auf Augenhöhe. Insofern, wir freuen uns darüber sehr. Grüße an Kongstar. Danke für das Vertrauen. Sind ja auch Partner in dieser Sendung. Insofern doppelter Applaus natürlich, wenn Sie das hier schon unterstützen. Absolut. So, jetzt wollen wir aber euch begrüßen aus dem Separé 24 nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue. Und das wollen wir mit euch natürlich auch diskutieren. Ich glaube, Ewald, das Erste, was man sagen kann, ist, wenn jemand mal fragt, sag mal, dieses Zweitliga-Fußball, was ist das eigentlich? Da muss man sich, glaube ich, nur das Spiel von Aue angucken, oder? Das ist das, was man früher Zweitliga-Fußball nannte. Ja, aber erstmal möchte ich allen, die uns zuschauen oder auch nicht zuschauen, alles, alles Gute zum neuen Jahr wünschen. Stimmt. Wir sind ja das erste Mal auf Sendung. Happy New Year. Stimmt ja. Feliz Navidad. Sie. Griechisch muss, ne? Was? Auf Griechisch? Auf Griechisch. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber von uns natürlich auch, auf jeden Fall. Also alles, alles Gute und wenn man das Spiel geguckt hat im Vorfeld. Es war ja klar, dass Aue historisch gesehen nicht gerade unser Lieblingsgegner ist, aber die letzten vier Spiele haben wir zwei Siege, zwei Unentschieden geholt und sie stehen an vorletzter Stelle, aber sie haben ein paar neue Leute dazu geholt, sie haben sich nochmal im Trainer- und Betreuerbereich neu aufgestellt. Die Leute, die sie geholt haben, das hat man gesehen, der Prinz Owusu von Paderborn, der hat vorne richtig Alarm gemacht, der Jan George, der später reinkam, ja, konnte bisher noch nicht so viel beitragen, aber das sind schon wichtige Leute, die sie dazu jetzt geholt haben. Und sie haben sich so präsentiert, wie man gerne sehen möchte. Das war unsympathisch, eklig. Eklig. Ja, das war das ekliger Fußball. Das ist mir einfach auf die Nerven gegangen. Und auf der anderen Seite muss man es verstehen, dass ein Verein, eine Mannschaft, die um ihr Überleben kämpft in der zweiten Bundesliga, das ist ja etwas, was Aue jetzt die letzten Jahre immer geschafft hat, dass sie in so einer Situation kratzen, beißen und alles machen, ist völlig klar. Das Einzige, da waren ein paar Sachen dabei, die mir auf die Nerven gehen, dass ein Torwart 90 Minuten lang das Spiel verzögern darf, ohne dass der Schiedsrichter bei allem Respekt irgendwann mal einen Nervenzusammenbruch kriegt. Das hat mich enttäuscht vom Schiedsrichter her, das finde ich unverschämt, auch unverschämt von Mennel, das ist ein guter Torwart, ein Top-Mann für diese Leute, aber 90 Minuten lang bei jedem Abstoß eine halbe Minute rauszuholen und hinterher hättest du 10 Minuten nur wegen ihm nachspielen können. Und dann fast bei jedem Zweikampf kratzen, beißen, nochmal festhalten, nochmal irgendwas machen. Auch das hat der Schiedsrichter nicht geahndet. Er hat keine einzige gelbe Karte gegeben. Zum ersten Mal, ich kann es genau sagen, nach 76 Minuten an dem eingewechselten Trujic, weil er den Ball auf die Erde geprallt hat. Und nicht, weil 17 Mal festgehalten wurde. Ne? Also das hat mich enttäuscht. Aber gut, sag du mal was. Das Einzige, Danke. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass wir uns mehr gewehrt hätten. Ja. Ne, das ist einfach so, wenn du gegen so eine Truppe spielst, das musst du wissen, dass die dich ärgern bis zum geht nicht mehr. Und da hätten wir uns manchmal ein bisschen mehr wehren müssen, ein bisschen mehr bei aller technischer Qualität, die wir haben. Da musst du mal so ein bisschen dir die Hasskappe aufsetzen. Das hat meines Erachtens gefehlt, deswegen haben wir auch nicht gewonnen. So, ich wollte gerade sagen, hast du nicht vor 4-5 Minuten gesagt, ich soll auch mal was sagen? Das mache ich natürlich. Aber das,
mache ich natürlich an dieser Stelle und wollte euch natürlich auch mit reinholen, weil ich meine, neben Ewald Fußball gucken und dann so ein Spiel, ihr könnt euch vorstellen, was hier im Stadion los gewesen ist und was hier gerufen und geschrien wurde. Aber wir wollen natürlich auch von euch wissen, welche Gedanken ihr so rund um das Spiel habt. Jonas ist natürlich mit dabei und hat alles im Blick. Ja, postet, was das Zeug hält. Wir wollen eure Spielkommentare, wie Mike gesagt hat, zum Beispiel den von Lutz Stefan. Es ist manchmal die bittere Wahrheit, die ich heute präsentieren werde. Er schreibt, zweite Halbzeit schwach und Ausgleich mehr als glücklich. Und da sieht man, man hat noch nichts erreicht. Und auch ganz gut von Robert Zenker, sie brauchen vor allem Lösungen, wenn Typen wie Burgi aus dem Spiel genommen werden und wenn andere nicht das auf den Platz bringen, was von ihnen gefordert wird, da muss noch etwas justiert werden, ist deren Meinung. Also weiter eure Kommentare hier bei Facebook. Und wir können ja gleich mal in die Analyse reingehen. Also 2:2, ich glaube, das Ergebnis haben wir noch gar nicht genannt, ist das Spiel heute ausgegangen. Zweimal in Rückstand gelegen, zweimal zurückgekommen. Und ich glaube, schneller ist das am meisten gerufene Wort heute im Spiel hier von den Zuschauerrängen. Wobei das, glaube ich, wenn ich es richtig beobachtet habe, auch nicht immer so einfach gewesen ist. 5-3-2 oder 3-5-2 haben die in der Regel gespielt. Das heißt, wenn der Ball im Mittelfeld war, war die Fünferkette auch im Mittelfeld. Und sobald man einen Meter nach hinten gekommen ist, ist dann die Fünferkette auch mit nach hinten gerückt. Also es war mit anderen Worten schon extrem eng, was die gemacht haben. Ja, absolut. Der Trend heutzutage im Fußball, dass viele Mannschaften sich hinten reinstellen und es für Mannschaften ganz schwer machen. Das ist auch für Top-Mannschaften schwer. Wenn du die Top-Mannschaften in Europa anschaust, Liverpool und wie sie alle heißen, ob das selbst in der Champions League oder in der Premier League, wenn du das siehst, wie sie gegen eine lebende Wand spielen müssen, das ist auch für Top-Mannschaften nicht so einfach, da Lösungen zu finden. Das kann man dann schreien und so, ja, wir müssen Lösungen haben. Natürlich muss man Lösungen haben. Wir haben heute keine gehabt. Das ist klar. Aber das Konzept von Aue war völlig klar, als ich gesehen habe, wie sie aufstellen. Zulinski war beim Kicker noch vorne drin. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal gemerkt haben und korrigiert haben, aber Zulinski spielte linke Seite, um dann gegen Olsson zu spielen. Das heißt, sie haben eine Fünferkette aufgebaut. Strauß, der normalerweise rechts back spielte die ganze rechte Seite. Zulinski als Stürmer, die ganze linke Seite, erzielt dann auch ein Tor. Und dann haben sie ihre drei Innenverteidiger mit Karlsson, Gonta und Kakutaloa und drei Mann im Mittelfeld. Von diesen dreien waren aber auch zwei eher offensiv. Aber die waren total zurückgezogen. Hochschalter und Jonjic immer wieder, um rauszustoßen und vorne mit zwei schnellen Stürmern. Kühn, später Trujic und natürlich Owusu. Das heißt, es war ein völlig klares Konzept. Eng machen, wie du es gerade gesagt hast, immer weiter zurückfallen. Ganz eng mit 8-9 Leuten oftmals. Und bei Ballgewinn in die Räume hineinspielen. So machen sie das erste Tor. Und das war ein klares Konzept. Und das ist nicht so einfach, dagegen zu spielen. Gäbe es denn ein Konzept dagegen? Also was kann man machen? Positionen überspielen, in die Schnittstellen zu versuchen? Also wie kriegt man überhaupt Lösungen gegen so tiefstehende Mannschaften? Wäre vielleicht mal eine Idee, weil das ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass wir uns das schwer getan haben. Das wird auch nicht das letzte Mal sein. Es ist natürlich so, wenn wir mit einer Raute spielen, gegen eine so tiefstehende Mannschaft, wird das Mittelfeldspiel oder sagen wir mal die Überzahl im Mittelfeld, die wir ja nominell haben, 4-3, wenn man so will, wird nicht mehr so wichtig, weil du eben dadurch keinen Raumgewinn hast. Das heißt, du musst dir dann andere Dinge überlegen. Wir haben gesehen, dass in den ersten 10, 15 Minuten hatten wir zwei riesengroße Chancen, wo Irvine einmal super mit der Hacke zurücklegt, wo er selbst schießen muss mit links und beim nächsten Mal kriegt er den Ball und schläft ein bisschen ein. Das war jetzt eine neue Situation für ihn, aber das war eine hundertprozentige Chance. Wenn er kurz anticken mit dem anderen Fuß das Ding reinhauen, wenn wir da in Führung gehen, dann brechen wir diesen Plan von Aue natürlich auf. Aber wir haben dann diese Chance nicht genutzt und für mich hat Olsson, der ja nun auch noch so oft nicht gespielt hat, zuletzt wieder, das Feld nicht groß genug gemacht. Also wenn du schon gegen so eine tiefstehende Mannschaft spielst und bist 1-1 auf dem Flügel, dann musst du weiter an der Linie stehen. Und er ist immer reingerückt. Das heißt, wir hatten auch nicht die Chance, mal einen guten Seitenwechsel zu spielen oder sogar einen Steckpass. Wenn ich die Seite halte, dann kann einer aus dem Mittelfeld auch mal diesen Steckpass spielen in den Rücken von Zulinski und du
bist durch. Das geht aber nur, wenn du richtig stehst. Und das haben wir weder links, Paccarada ist nicht einmal in die Situation gekommen und auch Olsen nicht. Also breit gemacht auch nicht das Spiel. Ich gebe einfach nur, eigentlich muss ich nur Dinge droppen, die ganze Zeit hier von der Tribüne zum Spielfeld runtergelaufen gerufen worden sind. Schneller, breiter, ja. Schiri, so, was hatten wir noch? Gelbe Karte, deine Karten? Ja. Das waren, glaube ich, das sind eigentlich die Themen. Ja, weil wir haben dann gesehen, zweite Halbzeit hat Schulle den Maximilian Dittgen, der für mich eigentlich auch in der ersten Halbzeit ganz gut drin war, ganz nach links gestellt. Aber ich weiß nicht, ob die anderen das nicht mitgekriegt haben von uns, weil Maximilian steht an der linken Seite, ist super schnell, hat dann aber keine Unterstützung gehabt. Ne, rechts ist es so geblieben, links war Paccarada hinten und Maximilian davor. So, er hat ab und zu mal ein Dribbling versucht, einmal hat es geklappt mit einer Dreierkombination, aber wenn ich jemanden wirklich nach links außen stelle, dann brauche er im Halbraum mindestens einen Mittelfeldspieler, über den man diesen kleinen Steckpass spielen kann. Wenn du den hier reinspielst, das haben wir ein, zwei Mal vielleicht hingekriegt, aber solange, das wäre eine Möglichkeit gewesen, durchzubrechen. Ich muss dann die Flügel besetzen und weder Buchti noch Hartl haben es dann hingekriegt, sich so zu positionieren, dass sie den Maximilian ins Rennen hätten schicken können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Also solche Dinge, denk mal früher an Borussia Dortmund, die haben das auch unter Tuchel super klasse gemacht. Jeder stand hinten drin und sie haben diese Bälle gespielt, dann stand einer ganz rechts außen und die haben nicht einfach dahin gespielt, sondern haben über die Abwehr gelupft und der Mann, der den Ball gekriegt hat, hat direkt hinter die Abwehr gespielt. Das sind Möglichkeiten, wie du so eine tiefstehende Mannschaft aushebeln kannst. Aber dazu musst du die Position besetzen, sonst nützt ein Seitenwechsel nichts. Wir wollen den frisch verlängerten Cheftrainer natürlich gleich auch hören in der Pressekonferenz. Die werden wir natürlich genau hier übertragen. Das werdet ihr gleich sehen. Wenn es unten im Medienzentrum losgeht, dann geben wir auch runter. Vorher gehen wir nochmal zu Jonas, zu ein paar Stimmen und zu Dingen, die er im Netz gefunden hat. Ja, es wird ordentlich diskutiert bei euch in der Community, sozusagen analysiert, genau wie Mike und Ewald es gerade tun. Jan Schönfeld schreibt zum Beispiel, Aue hat den Kampf um den Klassenerhalt aufgenommen. Wenn man dann gegen so ein Team mit zu viel Selbstverständlichkeit ins Match geht, dann kann es eben auch schon mal nach hinten losgehen. Immerhin bleiben wir zu Hause ungeschlagen. Und noch eine Stimme von Oliver Spohr, frohes neues Jahr. Wir haben heute sicher nicht gut gespielt, aber dennoch nie aufgegeben und die Niederlage abgewendet. Das haben nicht mal die Bayern geschafft. Nächsten Freitag wird das ein ganz anderes Spiel. Mund abwischen, ein Punkt mehr auf dem Konto. Und jetzt natürlich den Fokus aufs Derby. Beziehungsweise, ich glaube, wir müssen den Fokus natürlich dann erstmal binnen der Woche auf den DFB-Pokal legen. Und dann noch ein paar kritische Stimmen. Bei Twitter zum Beispiel, das war, ich glaube, zur Halbzeitpause. Dachte, wir haben an der Stabilität in der Defensive gearbeitet. Das war ja gar nichts. Und Medic kann doch nicht ernsthaft ein Kopfballduell gegen Hochscheid verlieren. Alter! Und, die wollte ich nicht, sondern hier eine positive Stimme. Mensch, Mensch, Mensch. Herzinfarktspiel, sagt Jolly Rosenburg. Danke Medic, danke Amenedou für die wunderbaren Ausgleichstore und dem Team fürs Zurückkämpfen. Aufstehen, Mund abwischen, regenerieren, BVB und HSV weghauen. Das klingt nach einem Plan. Ja, Fußball ist so geil einfach, ne? So genau geht's. Aber lass uns nochmal den Punkt, wir haben es, glaube ich, in der Halbzeit, haben wir es sehr luftige Verteidigung genannt. Da waren ein paar, können wir es einfach mal so sagen, haarsträubende Szenen mit dabei. Naja, also es ist, was heißt luftig verteidigen? Wie will ich es sagen? Also die beste Angriff ist die beste Verteidigung, sagt man ja so, so gerne. Und wenn ein Gegner so tief drin steht, musst du es schaffen, die Angriffe abzuschließen. Das haben wir zu wenig geschafft. Angriffe abschließen bedeutet, ich habe die Chance, ein Tor zu erzielen und anschließend habe ich die Chance, sie zu pressen, weil sie ja rausspielen müssen. Entweder hauen sie einen langen Ball, dann haben wir eine Möglichkeit, den dort zu gewinnen oder den zweiten Ball, oder ich kann sie vorne zustellen. Wenn ich aber die Bälle verliere vorher, dann hat der Gegner Konterchancen. Und bei diesen Kontersituationen haben wir uns ein bisschen unglücklich angestellt. Wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, klare Konterhaltung, muss man aufpassen. Das heißt, die Abwehrspieler müssen gut stehen. Und bei dem, eigentlich war es jetzt auch nicht so gewesen, dass sie jetzt dauernd Konterchancen hatten. Aber bei dem Tor zum Beispiel, da macht Ziere, hier nochmal herzlichen Glückwunsch, Ziere,
Vater geworden, super Saison gespielt. Das ist ein klassischer Abwehrfehler, den er da begeht. Wir verhindern den Schallpass nicht, aber es war auch nicht, eigentlich keine Gefahr, weil Ziere mit Prinz Owusu auf einer Höhe ist und Owusu bekommt auf halb rechts Richtung Eckfahne diesen Schallpass und Ziere bleibt weg. Er läuft mit, aber er lässt ihm plötzlich 5 Meter Raum. Er war 2 Meter neben ihm, 1-2 Meter neben ihm und das ist eine klassische Situation. Im Konter muss der Mann am Ball unter Druck gehalten werden und das hat Ziere nicht gemacht. Der Ball kommt in die Tiefe, Ziere bleibt 2-4 Meter weg. Läuft er einfach nur nah mit ihm mit, kann der Owusu nichts machen. Dann hat er Ziere im Rücken, er kann sich nicht drehen und vor allen Dingen kann er diese Flanke nicht spielen. Und du hast es gesehen, der Ball kommt, einmal hochgeguckt und du konntest sehen, dass Zielinski, ein gelernter Stürmer, sich, keine Ahnung wie, das habe ich noch nicht analysieren können, wieso er da dem Olsen entwischen konnte, aber wenn Owusu ihn sieht, ist es so gut wie ein sicheres Tor. Und das war ein Abwehrfehler und diese Situation haben wir ein paar Mal zugelassen, weil wir vielleicht auch nicht körperbetont genug waren. Also wir haben es ja gehört, wir sind vielleicht ein bisschen zu nonchalant ins Spiel gegangen, sagen die Fans sicherlich auch, aber wir haben eine technische Mannschaft. Wir haben eine Mannschaft, die Fußball spielen will und das richtig gut kann. Nur, wir haben es schon öfters analysiert in den letzten Wochen, wenn ein Gegner diese Körperlichkeit, diese Aggressivität an den Tag legt, muss ich mithalten. Sonst bin ich zweiter Sieger. Und da haben wir, auch die Stürmer von Aue haben das sehr gut gemacht, auch gegen Medic und Ziere, Körper reingestellt. Natürlich waren sie immer nickelig, natürlich waren immer Fouls dabei. Aber da musst du dich wehren, die müssen dann mal wegfliegen. Also ich würde mich freuen, wenn ich heute so spielen könnte als Stürmer. Ja, früher, da sind sie mit einer Kalaschnikow und einer Machete hinter mir hergelaufen. Und das verlange ich jetzt nicht unbedingt, aber die Jungs müssen sich natürlich schon mal ein bisschen mehr wehren. Dann hast du nicht diese, dann kriegst du auch ein anderes Gefühl als Mannschaft auf dem Platz. Dass ein paar vorweggehen und auch selbst diese Körperlichkeit zeigen. Ihr seht, im Mediencenter unten geht es schon los, das ist der Trainer von Aue, wir warten auf Schulle, den zeigen wir euch dann natürlich hier. Insofern lasst uns eine Szene noch rausnehmen, die ich ganz schön fand, unter dem Motto Karma is gonna get you. Ich glaube, in 2-3 Minuten vor dem Ausgleichstreffer gab es diese Situation, wo der Ball Richtung Bank von Aue geflogen ist oder gerollt ist. Und ein Spieler von uns wollte ihn aufnehmen und dann hat ja irgendein Spieler den dann rausgekickt. Ganz schlechtes Karma. Ganz schlechtes Karma. Und ich glaube, fast mit dem anschließend erfolgten Angriff gab es dann den Ausgleich. So, absolut richtig. Und ich muss sagen, wir haben es... Es kam ja eben schon glücklicher Ausgleich. Aber wir haben uns alle super und ich freue mich super für die Jungs, weil es ist halt auch nicht einfach, das hinzukriegen. Wie will ich es sagen, wir haben keine Lösungen gehabt. Wir haben hinterher die letzten 10 Minuten nur noch lange Bälle hoch reingespielt, irgendwie versucht zu verlängern. Das ist dann Zufallsfußball, okay. Wir haben die Idee nicht gehabt. Aber der Gegner hat wirklich sehr viele Argumente, Gegenargumente für ihren Sieg, für ihren Auswärtssieg gesammelt, durch die ganze Nickeligkeit, durch die ganzen Scheiß, den sie da gemacht haben. So, und dann habe ich so gedacht, irgendwie hattest du am Ende das Gefühl, nee, es klappt heute nicht. Aber als der Osterhase da auf der Bank dann noch dieses i-Tüpfchen gesetzt hat und den Ball weggetickt hat, das habe ich eben mit Martin Drust auch hier besprochen, da haben wir beide uns angehört, das muss jetzt bestraft werden. Und das war die, ich habe mich nicht getraut, es zu hoffen, aber ich habe so gedacht, naja gut, warten wir mal ab. Und es wäre ja fast richtig bestraft worden, weil ja auch Martanovic noch eine sensationelle Situation in der 93. Minute, glaube ich, gehabt hätte. Das war ein toller Schuss. Schuss, ja. Und wir hatten vorher auch so einen ähnlichen Schuss von Daschner. Stimmt. Das war ein Weltklasse-Schuss mit links Volley. Boah, das war unglaublich. Wenn der da die Hütte trifft, das ist ein Tor des Monats. Aber das wäre zu vieles Guten gewesen. Wir hätten uns natürlich weggefreut, aber manchmal muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir das Spiel jetzt durch 2 so Dinger gewonnen hätten, das wäre ein bisschen vieles Guten gewesen. Kann man was reininterpretieren? Also man darf ja nicht vergessen, das erste Spiel der Rückrunde noch im letzten Jahr gegen Holstein Kiel, unglücklich gelaufen, sehr unglücklich gelaufen. War dann auch so, dass man sich ja
immer gewünscht hätte, ach, wären wir doch mal einen Spieltag vorher schon in die Winterpause gegangen, dann wärst du mit einem Sieg in die Vorbereitung gegangen. Bedeutet so ein Spiel heute hier etwas? Kann man da was mitnehmen? Ja, man kann immer was mitnehmen, aber diese ganzen, das sind alles Nebengeräusche. Am Ende des Tages entscheidet die Mannschaft in ihren Köpfen jeden Tag beim Training und wenn solche Spiele stattfinden, das Trainerteam, die sportliche Leitung mit der Mannschaft zusammen, mit welcher Einstellung man auf dem Platz läuft. Also das sind alles uns als diejenigen, die kommentieren, die weiter wegstehen, bleibt nichts anderes als zu interpretieren, als zu unken, als zu analysieren und irgendwie in die Zukunft zu schauen. Die Jungs haben es selber in der Hand. Sie haben nach wie vor eine tolle Ausgangssituation und jedes Spiel zählt ganz einfach. Jedes Spiel zählt und du darfst dich da gar nicht von beeinflussen lassen. Das sagt man immer so gerne. Das werden wir nicht im Kopf haben. Aber da muss man aufpassen. Aber wir müssen jetzt vor allen Dingen alle aufpassen. Schulle kommt nämlich und analysiert das Spiel. So sieht's aus. Hat gemerkt, dass sie immer mehr angerannt ist, ungeduldiger wurde, auch ein bisschen die Rückraumsicherung vernachlässigt hat. Und das haben die Auer dann gut gemacht mit ihren Balleroberungen, vielen langen Bällen auf ihren Zielspieler vorne drin. Da haben sie dann wirklich uns das ein oder andere Mal auch erwischt und sind zu Chancen gekommen. Dementsprechend müssen wir am Ende glücklich sein, dass wir das 2-2 noch holen. Klar waren wir irgendwo dominant, aber es war auch gewollt dominant. Und wir haben es einfach nicht geschafft, uns genügend klare Chancen rauszuspielen und trotzdem muss ich der Mannschaft ein Lob aussprechen. Sie wollten unbedingt bis zum Ende. Sie haben echt investiert in jeden Zweikampf, in jeden Laufweg, auch wenn heute bestimmt nicht alles richtig gelaufen ist. Aber den Punkt nehmen wir mit und werden ihn morgen dann sicherlich aber auch nochmal kritisch analysieren müssen. Und dann geht es aber schon direkt am Dienstag weiter. Von daher haben wir gar nicht so viel Zeit, um da irgendwie ins Hadern zu kommen. Vielen Dank, Timo. Dann kommen wir zu den Fragen. Die erste geht an unseren Gast von Tim Eckert vom Millanton. Herr Dotschev, Erzgebirge Aue spielte defensiv mit einem 5-3-2. War das die Formation, die Sie in der Analyse als bestmögliche gegen den FC St. Pauli ausgemacht hatten? Ja, wir wollten Gegenball mit Fünferkette hinten spielen, mit drei Mittelfeldspielern und mit den zwei Stürmern. Das war der Plan, definitiv. Aber was nicht der Plan war, ist, wie gesagt, dass das Spiel so nah an unser Tor stattfindet, sondern wir wollten eigentlich, wie ich schon sagte, die Pressinglinie, erstmal erste Pressinglinie überspielen. Das haben wir nicht gut gemacht. Zweite Halbzeit war tatsächlich so, dass wir auch gesagt haben, wir verlagern das Spiel in der gegnerischen Hälfte, ab und zu den langen Ball. Und da waren wir sogar erfolgreich und haben sehr gute Chancen. Sogar auch Prinz Ofusu einmal plötzlich stand überraschend alleine vom Tor. Der war, glaube ich, zu sehr überrascht, deswegen hat er daneben geschossen. Also das war schon auf jeden Fall, zweite Halbzeit waren wir effizienter und auf jeden Fall besser. Die nächste Frage ist von Max Weinhold an Timo Schulz. Was hat den Ausschlag pro Dittgen gegeben und inwieweit hat er das, was du dir von ihm erhofft hast, auf den Platz gebracht? Für Dittes spricht immer seine Schnelligkeit, seine Wucht, seine Power. Wir wollten uns auch die Option offen halten, vielleicht mal den Flügel doppelt zu besetzen, weil wir schon auch ein bisschen darauf spekuliert haben, dass Aue vielleicht mit Fünferkette spielen wird. Ich glaube, dass wir die Situation dann auch teilweise sehr gut rausgespielt haben, aber wir haben sie halt nicht zum Ende bringen können. Und ich glaube, das war heute das größte Manko, dass wir viele gute Ansätze hatten, dass wir auch in den Abläufen häufig sehr, sehr gut positioniert waren und dann aber immer wieder einen Zentimeter im Pass fehlte, der erste Kontakt nicht sauber war, die Flanke dann nicht in die gefährliche Zone gekommen ist. Oder das waren einfach zu viele Kleinigkeiten, die heute nicht gut genug waren. Michael Ackermann von der Bild-Zeitung möchte wissen, Schulle, ihr wart das beste Team 2021. Jetzt drei Spiele ohne Sieg. Was bedeutet das für die nächsten Spiele gegen Dortmund und den HSV? Hast du jetzt Sorge, viel zu verlieren? Also wir haben heute auch nichts verloren. Wir haben heute einen Punkt gewonnen. Also ich kann, was soll ich verlieren? Also ich verliere vielleicht mal einen 5-Euro-Schein, wenn ich Pech habe. Aber wir wollen das Spiel gegen Dortmund so angehen, dass wir das gewinnen. Auch wenn das natürlich weitaus schwerer wird als vielleicht unsere Ligaspiele. Und alles andere interessiert mich nicht. Also was war letztes Jahr, was für eine Serie haben wir, jetzt ist unsere Heimserie gerissen, davon kann ich mir nichts holen. Also ich versuche inhaltlich mit der Mannschaft zu arbeiten, versuche sie bestmöglich auf Dortmund einzustellen, das ist mein Ansatz.
Eine weitere Frage von Michael Ackermann. Inwieweit konnte Christopher Buchtmann heute die Rolle von Daniel Kofi-Tschere ausfüllen? Ja, du kannst ihn natürlich als Spielertyp nicht 1:1 vergleichen. Ich glaube, Buchti hat es häufig geschafft, das Spiel von links nach rechts zu kippen. Er hat mir noch häufiger gewünscht, dass er auch mal selber in die Tiefe geht oder den Ball tief spielt. Aber da die Auer echt extrem kompakt gerade im Zentrum standen und auch nicht viel Raum mit ihrer letzten Kette haben, war das natürlich nicht so einfach. Und dementsprechend haben wir uns alle, glaube ich, heute ein bisschen schwerer getan, die klaren Chancen rauszuspielen. Das wäre dann natürlich schon auch für Buchti besser gewesen, wenn er häufiger mal in die Abschlusssituation kommt, weil sein linker Fuß natürlich auch eine Waffe ist. Frank Sorgatz, Regionalsport. Schulle, warum habt ihr es nicht geschafft, mehr Tempo in die Offensivaktionen zu bekommen? Ja, wie ich schon gesagt habe, auf der einen Seite natürlich ein extrem kompakt stehender Gegner, der wenig Raum angeboten hat. Und auf der anderen Seite dann auch viele Abläufe, die nicht zu 100%ig klar waren. Die, glaube ich, in den Ansätzen waren sie immer wieder da, aber dann fehlte der erste Kontakt, dann haben wir es nicht sauber zu Ende gespielt, dann kam die Flanke nicht richtig. Ich glaube, wir haben erste Halbzeit, obwohl wir jetzt nicht die 100%igen Chancen haben, kommen wir 5-6 Mal wirklich gut zum Abschluss innerhalb des 16ers. Und da muss dann vielleicht auch einfach mal einer reingehen, dann hat man hinten raus vielleicht mehr Räume, dass man dann auch ein zweites, drittes, viertes machen könnte. Aber dafür war auch heute einfach zu kompakt und zu gut. Carsten Harms, Hamburger Abendblatt. Ein positiver Aspekt ist, dass zwei weitere Spieler ihre Torpremiere in dieser Saison feiern konnten. Wie sehr freust du dich in dieser Hinsicht für Jakov und Etienne? Ja, bei Jakov war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil man den immer als sehr torgefährlich wahrnimmt. Der hätte, glaube ich, auch in Magdeburg im Pokal schon getroffen, in der Liga dann das erste Mal. Der hat natürlich eine extreme Kopfballstärke, nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Ja, da verspreche ich mir schon noch einige Tore mehr. Und bei Eti ist es einfach so, der war 3-4 Monate verletzt. Und wir kennen seine Qualitäten, diese Haken, die er dann auch vorm Tor gezeigt hat. Und wenn der Junge erstmal ins Rollen kommt, dann werden wir, glaube ich, in der Rückrunde auch noch viel Spaß an dem haben. Aber allgemein, glaube ich, haben wir es heute einfach nicht geschafft, uns in aussichtsreiche Torschusspositionen zu begeben. Und wenn doch, dann haben wir es einfach nicht gut genug abgeschlossen. Nochmal Max Weinhold, Hamburger Morgenpost. Rückraum bzw. Konterabsicherung ist ein Thema, auf das du viel Wert legst. Wie sehr ärgerst du dich vor diesem Hintergrund über das 0:1? Ja, muss mir die Szene nochmal angucken. Ich glaube schon, dass wir eigentlich von der Grundordnung, von der Positionierung alle gut da sind. Es ist ein harter Zweikampf, ich glaube, zwischen Packer und seinem Gegenspieler bei uns vor der Bank, wo der Auer-Spieler sich gut durchsetzt und vielleicht auch ein bisschen Glück hat, dass das nicht gepfiffen wird. Und dann nehmen sie am Flügel Tempo auf und wir verlieren dann im Zentrum unseren Mann, obwohl wir die innere Linie haben, irgendwo aus dem Blick. Das sind dann einfach 2-3 Fehler zu viel und dementsprechend haben die Auer das dann auch bestraft. Tim Eckert, Millanton. Timo, in der zweiten Halbzeit ist Eric Smith gar nicht mehr zwischen die Innenverteidiger gefallen und ihr habt die Spielkontrolle mehr und mehr verloren. War das so geplant? Ja, das war tatsächlich so geplant. Wir wollten mit 3 aufbauen, aber Packer sozusagen als dritten Spieler dazu haben, damit wir eben im Zentrum noch einen Spieler mehr haben, Buchti noch eine Linie höher schieben können. Ich glaube auch gar nicht mal, dass das unbedingt unser Problem war. Wir haben ja auf der linken Seite einige Situationen, wo wir uns durchspielen, wo wir auch eben zum Abschluss kommen. Na, das Problem waren eher die längeren Bälle von Aue, wo wir dann teilweise uns nicht gut abgesprochen haben in der Innenverteidigung oder der Prinz Owusu den Ball eben gut festgemacht hat. Ich glaube, die reine Konterabsicherung war nicht das Problem heute. Kommen wir zur vorerst letzten Frage. Nochmal Tim Eckhardt. In der zweiten Halbzeit habt ihr es offensiv mit einer Art 3-1-4-2 probiert. Warum die Umstellung nach der eigentlich dominanten ersten Halbzeit? Ihr oder Aue? Wir. Boah, ich tue mir immer ganz schwer da drin, irgendwie was mit 3-1-4-2 oder 3-5-2, nur weil Dittgen vielleicht mal auf dem Flügel ausweicht. Also wir haben eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich glaube eher, die Auer haben ein bisschen angepasst und wie gesagt, das Hauptproblem waren in meinen Augen die langen Bälle auf Owusu und eben unsere Ungenauigkeiten. Es hat weniger was mit dem System zu tun gehabt. Da ist noch eine Frage reingekommen. Alex Heger, Rockantenne. Timo, hättest du gerne etwas mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Pokalspiel am Dienstag oder freust du dich darauf, dass die Mannschaft so bald direkt nochmal die Chance hat zu zeigen, was sie wirklich alles drauf hat? Jetzt haben wir mal ein Heimspiel nicht gewonnen, dann müssen wir direkt zeigen, was wir eigentlich drauf haben. Also beim besten Willen. Ich glaube, wir sollten auch mal ein bisschen von dem Anspruchsdenken runterkommen, dass wir hier jeden Gegner aus dem Stadion fegen. Wir sind der FC St. Pauli. Wir sind ja nicht die Übermacht, die einfach mal eben über Aue hinwegfegt.
Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht und können dementsprechend froh sein, dass wir hinten raus uns noch einen Punkt erkämpft haben. Und ich glaube, das war verdient, weil die Mannschaft große Moral gezeigt hat. Und ehrlich gesagt bin ich mir relativ sicher, dass wir am Dienstag wieder frisch sein werden und wir haben Bock auf das Spiel. Und alles andere, gerissene Serie oder was gut machen oder so, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch bei einer anderen Frage schon gesagt, das ist nicht mein Thema. Dann einmal die Frage in die Runde, gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Vielen Dank und wir sehen uns dann Dienstag wieder. Tschüss. Tschüss. Da sind wir zurück bei FC St. Pauli TV. Ein klarer, ein aufgeräumter und ein halbzufriedener Trainer, oder? Nein, super. Schule macht das klasse. So wie er es mit der Mannschaft macht, macht das auch mit der Presse. Da waren so ein paar Fragen dabei, da muss ich wirklich, da hat er recht. Also wenn ihm die Frage gestellt wird, ihr wart die beste Mannschaft im ganzen Jahr 2021, jetzt habt ihr dreimal hintereinander nicht gewonnen. Ja, das ist ja ist lächerlich, muss ich dir ehrlich sagen. Aber gut, Schule hat da eine größere innere Ruhe als ich. Ich wäre wahrscheinlich schon aus der Hose gesprungen. Es ist, aber gut. Wir können das ja mal, wollen wir es mal üben? Also, nein, auf also, gar keinen Fall. Komm, wir können das doch mal machen. Was denn? Herr Lien, der FC St. Pauli war in 2021 die beste Mannschaft. Jetzt habt ihr dreimal hintereinander nicht gewonnen. Es fängt schon an zu zittern. Wie interpretieren Sie das? Müssen wir uns Sorgen machen? So, lass uns. Kannst du dich erinnern an das Sportstudio-Interview mit dem Boxer, mit der nicht geantwortet von Homburg oder wie hieß er? So werde ich jetzt geantwortet. Man sieht übrigens, nächste Frage bitte. Man sieht übrigens im Hintergrund, ne, was wird eigentlich nach einem Spiel gemacht? Der Rasen wird gemäht. In dieser Jahreszeit wird er ja immer ein bisschen tatsächlich beansprucht, würde ich mal sagen, wobei er immer noch sehr, sehr gut aussieht. Also das haben wir schon schlimmer hier gehabt. Naja, einige Spieler von Aue haben da so dran gezogen, an dem Rasen. Jetzt müssen wir wieder abrasieren. So, zurück zum Thema. 5-3-2 lege ich mich mal fest, jedenfalls nicht in der Kompaktheit, wird nicht das Spiel sein, was wir am Dienstag hier zu erwarten haben, also was den Gegner angeht. Ist natürlich klar, Borussia Dortmund ist der klare Favorit, kommt ja auch so langsam wieder ins Rollen, wie man so schön sagt. Was glaubst du, hat der FC St. Pauli als Plan, beziehungsweise sollte er als Plan haben, um hier einen spannenden Pokalfight hinzulegen? Ja, es ist, also ich will es jetzt mal so sagen, Dortmund ist eine meiner Lieblingsmannschaften, wenn sie ihr Spiel durchsetzen können, wenn sie Fußball spielen können. Natürlich haben sie jetzt ein paar Spieler verloren. So ein Sancho kannst du nicht ersetzen, auch ein Hazard, der lange nicht dabei war, kannst du nicht ersetzen, auch wenn Haaland nicht dabei ist. Aber wenn sie so, wenn sie in Führung gehen und sie können kontern, sie haben das Feld vor sich, so wie jetzt im letzten Spiel gegen Freiburg, da machen sie zwei Tore nach Standardsituation. Zweimal Meunier mit dem Kopfball. Dann führen sie 2-0 und dann muss Freiburg kommen und sie haben Räume bis zum Gegner. Und dann kannst du mit Holland, mit Reus, mit Meunier, mit Brandt, mit Guerrero und wie sie alle heißen, können sie natürlich super, super nach vorne spielen. Andererseits haben sie in der Defensive natürlich auch ihre Schwächen. Das ist völlig klar. Sie haben es diesmal sehr gut gemacht. Der Dahoud, das ist ja nicht der Sechser, der dauernd Bälle erobert, aber sie haben hochgepresst gegen Freiburg und sie haben zwei Tore dadurch vorbereitet, dass Dahoud zusammen mit Bellingham Bälle erobert haben. Die Gegner wollen sich drehen, lassen sich auf Zweikämpfe ein und zu zweit haben sie ihnen den Ball weggenommen. Zwei Pässe später macht einmal der nach der, wie heißt er, dieser norwegische Spieler Haaland macht irgendein Tor, weil der Dahoud ihm den Ball in die Tiefe spielt und glaube einmal macht es der Dahoud selber nach dem Ballgewinn. Also ich glaube, das ist ähnlich wie heute, wenn du es schaffst, in Führung zu gehen, ist es eine andere
Situation, glaube ich, ne? Für Dortmund, weil Dortmund dann natürlich aufmachen muss. Sie haben oft diese Probleme gehabt, dass sie ihre Tore nicht gemacht haben und dann in Konter reingelaufen sind und in Rückstand geraten sind und dann sehr viel investieren mussten, um das Spiel noch hinzukriegen, weil sie auch eine Mannschaft sind, die in erster Linie offensiv ausgerichtet ist. Ne? So, das heißt, ja, vielleicht zwei Tore nach Standardsituation selber machen und dann mal weiter kontern. Aber das ist bla bla, das ist natürlich alles Wunschdenken. Das ist eine ganz andere Qualität logischerweise und da muss man natürlich 100% da sein, auch von der Schnelligkeit her. Du musst ihnen die Räume nehmen, sonst spielen sie dich rund. Ist auf jeden Fall eine coole Woche, die vor dem FC St. Pauli liegt. Ne? Erst gegen Borussia Dortmund und dann geht es in die Vorstadt zum Derby und auch das natürlich auch ein Takt, ne? Also dafür muss man auch die Substanz in der Mannschaft haben. Ja. Samstag gespielt, Dienstag gespielt, Freitag gespielt. Also danach weiß man wahrscheinlich auch, was man getan hat. Ja, und das dann auch nach einer kurzen, auch wenn es eine kurze Pause war, aber du atmest mal durch, du hast eine kurze Vorbereitung. Also das ist schade, dass so eine crucial week, wie man in England sagen würde, so eine wichtige Woche ganz am Anfang sofort steht, nach einer, auch wenn es eine kurze Winterpause war und dann auch noch ohne Publikum. Das ist ja das Salz in der Suppe. Wenn wir hier heute ein ausverkauftes Stadion gehabt hätten, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Foul von Aue und das dritte Mal, wenn der Männel da seine Öpakis gemacht hätte, dann wäre das Millern-Tor über ihm hereingebrochen und auch der Schiri hätte sich in die Hose gemacht. Letzten Endes. So, und gegen Dortmund ohne Zuschauer und oder mit ganz wenigen und beim HSV, das ist eine andere Welt. Und du siehst ja auch, dass ein Heimvorteil heutzutage ohne Publikum, das siehst du in der ersten Liga auch überall, dass das dann natürlich nicht ansatzweise die gleiche Rolle spielt wie mit Publikum. Wir wollen noch mal Jonas hören. Der hat nämlich gerade ganz dezent den Finger gehoben. So, genau. Ja, weil das, was Ewald da gerade sagt, das kursiert auch im Netz. Zum Beispiel Volker Ippich, so wie der alte St. Pauli-Torwart, ob es nun ist oder ob es ein Namensvetter sei, schreibt, puh, was für ein Kackspiel mit Doppel-G. Aue spielt, wie Aue halt spielt und wir müssen uns am Ende noch für den Punkt bedanken. Im Stadion ist das furchtbar strange. Das macht nicht wirklich Spaß. Mal sehen, was der Punkt am Ende wert ist. Und dieses Philosophische hat auch eine aufgenommen, nämlich Stefan, der uns zuschaut. Ein Punkt ist besser als keiner. Und wer weiß denn heute schon, wozu uns dieser Punkt am Ende vielleicht verhilft. Forza FC St. Pauli. Und zu guter Letzt, und dann melde ich mich auch nicht mehr, noch ein Gruß an dich, Mike, aber auch an Ewald von Fernando. Vamos mi St. Pauli. Hoy es mi cumpleaños, also er hat heute Geburtstag, der Fernando. Los veo desde México, also wir gucken euch zu aus Mexiko. Tacos y tequila para todos, Hamburgos. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Cumpleaños a Fernando. Saludos a México. Gracias. Mehr kann ich nicht. Na, Tequila wirst du ja auch. Tequila wirst du ja auch. Bin ich dabei. Bin ich auf jeden Fall dabei. So, ich würde mal sagen, wir machen den Deckel drauf. Wir sind ja am Dienstag schon wieder hier. Dann aber vor dem Spiel um 19 Uhr hier aus dem Separé 24 werden wir dann genau mal analysieren und mit vielen, vielen Gästen reden über das Spiel. Wir werden mit Flo Kringe beispielsweise sprechen, der zugeschaltet wird. Und der ein oder andere kommt vielleicht hier auch noch zu uns ans Mikrofon vor diesem wirklichen Knallerspiel und du hast es gerade gesagt, leider nur vor 2000 Zuschauern, das hätte eigentlich 30.000 verdient gehabt, ohne Frage, FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund, wie das klingt überhaupt, ne? Und das Geile ist ja, man muss nicht mal Bundesliga spielen, um in einer Saison sowohl gegen Schalke als auch gegen Dortmund zu spielen. Ja, Wahnsinn. Ich habe auch die Tage, gucke ich irgendwie so auf nach dem Spiel, dann habe ich so gedacht, keine Ahnung. Ich habe gedacht, das wäre ein Erstligaspiel. Und dann wurde mir erst klar, es ist ein Zweitligaspiel. Also ich weiß jetzt nicht mehr, welche Paarung es war. Aber man ist ja wirklich in diesem Jahr, ist es etwas ganz Besonderes, wer alles in der zweiten Liga spielt. Auf jeden Fall. Dank euch fürs Mitmachen. Wie gesagt, Dienstag 19 Uhr. Schreibt es euch schön in den Kalender ein. Und wenn ihr nicht hier zum Millern-Tor kommen könnt, dann guckt doch bei uns vorbei. Vor dem Spiel
um und bei eine Stunde, bis es dann losgeht, ich glaube 20:30 oder 20:45 ist Anpfiff. Und vorher sind wir da mit Ewald und vielen Gästen und mit euch hoffentlich auch. Danke, habt einen feinen Abend, tschüss und Forza St. Pauli. Tschüss zusammen, schönes Wochenende.